heute arbeiten? Was soll ich heute zu Hause? Ich nehme meine Seele und mach mit ihr eine Pause. Überall ist so eine Hektik und ich bin außer Tritt. Sag mal, was machst du denn grad? Wenn du Lust hast, komm doch mit. Wir fahren raus in die Natur, legen uns ins nackte Gras. Wir schauen heute nicht auf die Uhr, machen die Augen zu und erzählen uns was. Ich weiß, es ist kein Feiertag, das steht so im Kalender. Doch das gilt ja nur hierzulande und wir sind doch ganz eigene Länder. Heute ist nicht Sonntag und auch nicht Freitag, nicht Blues- und B-Tag, nicht erster Mai-Tag. Heute ist nicht Ostern und auch nicht Western. Heute ist nicht morgen und auch nicht gestern. Heute ist Seelenfeiertag. Heute ist Seelenfeiertag. Und wenn wir nicht mehr reden wollen, hören wir den Bach beim Fließen zu. Dann dösen wir eine Runde, ganz ohne Welt, nur ich und du. Und dann später irgendwann weckt uns sicher aus der Ferne das Wehen des lauen Abendwindes, dann zählen wir die Sterne und geben ihnen Namen, einem nach dem anderen. Dann decken wir uns mit dem Himmel zu und wärmen uns aneinander. Heute ist nicht Sonntag und auch nicht Freitag, nicht Buß- und B-Tag, nicht erster Mai-Tag. Heute ist nicht Ostern und auch nicht Western. Heute ist nicht morgen und auch nicht gestern. Heute ist Seelenfeiertag.